Willkommen auf der Saatorx. Heute kann ich euch dank Peppermint Anime das zweite Volume von Darwin's Game zeigen. Und nochmal den Sammelschuber, denn wie ich im vorangegangenen Unboxing, was ich euch unten verlinke, ja schon festgestellt habe, wirkte das Sammelschuber etwas klein, zu klein für beide Volumes. Und das Problem war bekannt und jetzt ist schon der Ersatz quasi da. Und da kann ich ja gleich nochmal mit euch gemeinsam gucken, ob das passt. Deswegen habe ich auch schon das erste Volume noch mit bereitgelegt. Aber jetzt gucken wir uns mal das an. Ja, der männliche Hauptcharakter, dessen Name mir entfallen ist, ist vorne drauf. Der FSK-Flatschen ist nur aufgeklebt, kann man also entfernen. Ja, leider endet die Serie ein kleines bisschen offen, deswegen hoffe ich sehr, dass es noch weitergeht. Hier sind die Episoden 6 bis 11 drauf, in den Sprachen Deutsch und Japanisch, mit deutschen Untertiteln. Das Ganze geht 150 Minuten und ist im Bildformat 16 zu 9 Full HD. Der Ton ist 2.0. Als Bonus sind drauf Trailer, Clean Opening und Clean Ending. So, na komm. So sieht das Ganze dann von innen aus. Noch weitere Charaktere. Und ein Wendecover ohne den FSK-Flatschen. Und die recht clean gehaltene Disc, wo auch nochmal die Episodenzahl halt draufsteht. So, dann gucken wir mal, ob das alles so reinpasst. Das heißt, das nochmal den Sammelschuber auspacken. So, da haben wir das Ganze. Und Nummer 1, Nummer 2 und passt alles perfekt wie angegossen. Dann, ja, oh, ich weiß gar nicht, ob das Gewinnspiel noch läuft, aber ob, wenn mein 7-Jahres-Gewinnspiel noch läuft, ist der Link nochmal in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei, da könnt ihr nämlich das erste Volume gewinnen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.